So, ich würde sagen, als nächstes geben wir uns das neue Video von Fraps. Fortnite-Server bleiben offline und das ist der Grund. Aber bevor wir uns das Ganze anschauen, erstmal, Digga, Respekt an die ganzen Streamer, die 30 Stunden oder ich weiß nicht, wie lange das war, einfach online waren und durchgestreamt haben. Wie krank ist es? Also seid mal ehrlich, wie gehypt waren die ganzen Leute. Deswegen an die Streamer auf jeden Fall mein Respekt. Das ist zu krank. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt gepennt haben. Krank, einfach durchgestreamt und haben 30 Stunden auf dieses Loch geschaut. Das, Digga, das müsst ihr euch mal geben. Das ist echt krank. Aber die Leute waren auf jeden Fall zu Recht gehypt. Das Spiel wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr Spaß machen und den einen oder anderen Creator anregen, sich einen Creator Code zu machen, obwohl sie mit dem Spiel gar nichts am Hut haben. Aber da riechen wieder einige auf jeden Fall die Patte. Naja, was soll man dazu sagen? Ist schade für die Gaming-Community, denn die sollten sich eigentlich dadurch verarscht fühlen. Klar, ihr supportet jemanden, den ihr feiert, zum Beispiel seine Musik oder so, aber der zockt nicht Fortnite oder hat damit nichts am Hut, aber die riechen die Patte und ihr seid die Fans davon, unterstützt die. Ja, ist nicht so dankbar an die Gaming-Community, ist schon madig. Aber, ja, Geld regiert die Welt, Leute. Aber wie gesagt, das waren nur ein paar kurze, sehr, sehr kurze abschließende Worte. Respekt an die ganzen Streamer, ob es große Streamer sind, ob es kleine Streamer sind. Digga, stundenlang auf dieses Loch zu schauen und gehypt zu sein, ob das Ganze losgeht. Naja, jetzt ist Fortnite 2 online und ja, viel Spaß, Leute.